Am 26. Jänner fanden insgesamt 567 Gemeindewahlen in Niederösterreich statt. Die Volkspartei hatte bei diesen Wahlen mit 19.400 Menschen so viele Kandidatinnen und Kandidaten wie noch nie. Die interessantesten Zahlen und Fakten dazu präsentierte VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner in einer Pressekonferenz. Wir als Volkspartei, wir sind stärker geworden und insgesamt zählt die Volkspartei heute in allen 573 Gemeinden 7.500 Gemeinderäte. So viele wie noch nie, um 307 mehr als vor der letzten Gemeindewahl. Und damit haben wir in 372 Gemeinden auch prozentuell einen Zuwachs am Wahltag zu verzeichnen. Worauf dieser Aufwärtstrend zurückzuführen ist, ist leicht erklärt. Wir als Volkspartei haben eine sehr, sehr gute Arbeit in allen 573 Gemeinden. Wir sind die einzige Partei, die in jeder Gemeinde auch vertreten ist. Und bei dieser Wahl hat sich eines gezeigt, wir haben auch die besten Kandidatinnen und Kandidaten. Wir waren noch nie so jung, noch nie so weiblich und noch nie so neu wie bei dieser Wahl. 19.400 Kandidatinnen und Kandidaten, die mit viel Engagement und Kraft gekämpft haben und dadurch auch dieses Ergebnis erreicht haben. Und man muss schon sagen, das Ergebnis ist historisch. Es ist das beste Ergebnis der Volkspartei seit 1975. Wir stellen 448 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ein Ergebnis, das für uns als Volkspartei sehr, sehr positiv ist. In insgesamt 21 Gemeinden gab es Änderungen, was die Bürgermeisterwahl betrifft. 17 Gemeinden haben neu einen Bürgermeister der Volkspartei. 14 davon kommen von der SPÖ und 3 kommen von den Bürgerlisten. 3 Gemeinden auf der anderen Seite verlieren wir, eine zur SPÖ, eine zur FPÖ und eine zur Bürgerliste. Und eine Gemeinde geht von der SPÖ hin an eine Bürgerliste. Das bedeutet, Stand heute, 448 Gemeinden haben einen Bürgermeister der Volkspartei. Das sind um 14 mehr als vor der Wahl. Ein historisches Ereignis für die Volkspartei, wobei es auch einige Highlights hervorzuheben gibt. Es gibt einige, die für uns wirklich einzigartig und historisch sind, allen voran natürlich am Stetten, das für uns ein tolles Ergebnis gebracht hat. Christian Haber und sein Team, die mit viel Kraft und Engagement gekämpft haben und somit auch belohnt wurden für die Arbeit und nun auch den Bürgermeister stellen. Oder Wiener Neustadt, unser Klaus Schneeberger, erstmalig in Wiener Neustadt ist die Volkspartei auf Platz 1. Das hat es auch noch nie gegeben. Jetzt gilt es, die Corona-Krise zu bewältigen und danach wieder regulär an die Arbeit für das Land Niederösterreich zu starten.